Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. Egal was du so denkst und mit welchen Volldeppen du grad in deiner Wohnung hängst. Denn wenn Rage Stack rappt haben deine Homies in der Pause. Ich sag dir, du kannst nie wieder ruhig durch deine Gegend laufen. Ich kille Wack MCs, die glauben, dass sie gut verdienen. Doch sie sind alle Marionetten dieser Industrie. Das sind Gedanken, die aus meinem Schädel sprießen, die mir erlauben, alle Flow-Variationen zu bedienen. Mit dem Instinkt eines Tieres kann ich die Welten verschieben. Sie manipulieren, weil sie alle vor Angst gefrieren. Sie sind vollgepumpt mit Viren, sind alle am Kollabieren. Danach am Salutieren, bin härter als ein Austria. Regime, weil sie's alle so verdienen und keiner überleben darf, das ist Rage Tech, aka Deutschraps Hitlerstaat. Und wenn euch die Scheiße echt wirklich viel zu heftig ist, dann geht doch alle weg und hört, wie das Sierra Kid. Please, please, someone call a doctor. 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 Das Mic, so wie es vor mir keiner gemacht hat. Denn Hip-Hop-Musik ist nichts anderes als ein Riesenmachtkampf. Setz alle MCs hier Schachmatt. Und weil dich die Angst gepackt hat, bist du jetzt so klein, dass du in eine Schuhschachtel hineinpasst. Ich flow überkrass, und was machst du den ganzen Tag? Außer dumm rumsitzen und Löcher in die Luft zu starren. Hast doch vor nix einen Plan, also stell ich mal eben klar. Du wärst im Battle gegen mich auch mit 100 Mann in Unterzahl. Also lass den Scheiß, du bist kein krasser Gangster-Dude und wirst garantiert nicht vom BKA oder Scott den Jahr gesucht. Ich bewundere nicht deinen Mut, denn es gehört nicht viel dazu, so zu tun. Aber nicht ist das einer der wacksten Moves, yeah. Du riechst der in die Booth, droppen im Part und dann ist gut. Es klingt krass und selbst deine Freundin sagt, sie findet's cool. Doch hab mit euch nichts zu tun, wir werden niemals Freunde sein, Mann. Weil ihr in meinen Augen alles kleine Lügner seid. Please, please, someone call a doctor. 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 Alles cool, yeah, einfach so aus dem Handgelenk. Wie du, wenn du in einen Shit packst und dabei an deine Schwester denkst. Du bist für mich der letzte Dreck, schreib ruhig deinen Wacken Text. Doch für mich ist es eine Schande, dass du dich einen Rapper nennst. Du bist Opfer, ich der Täter, vollgepumpt mit Äther. Stagniert deine Karriere schon auf den ersten Metern. Du erkennst nicht deine Fehler, wie ein uneinsichtiger Streber. Doch lass das Rappen mal sein, denn das ist nicht gerade dein Thema. Denn Rap ist wie Studium, also für dich echt viel zu krass. Ich schreibe meinen Doktor, weil ich die Scheiße schon gemeistert hab. Bald schon volle Taschen ab, bald schon alles abgesandt. Um nicht zu killen, hat mich der Teufel extra ihn aufgesandt. Und hab ich dich dann platt gemacht, zerstöre ich deinen Plattenschrank. Nehm mir deinen Kopf und zertrümmer ihn an der Fensterbank. Ihr findet das echt zu krass, doch ich finde das nicht so krass. Es ist nur mal so, wenn man Wut in seinem Magen hat. Please, please, someone call a doctor. 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 Please, please, someone call a doctor.